Wir begrüßen Sie zu einem wundervollen Tag hier am Schwarzen Meer. Wir befinden uns in Sotschi im Olympiapark auf der neuen Strecke und warten auf ein spannendes Rennwochenende. In der Box werden die letzten Anpassungen vorgenommen, bevor die Teams das erste Mal ihre Autos auf die Strecke fahren. Diese einzigartige Strecke wurde von Hermann Thielke entworfen. Sie hat einige sehr enge Kurven sowie als Markenzeichen eine 180-Grad-Kehre. Für die Teams ist es eine ziemliche Herausforderung und ohne Frage auch aus technischer Sicht eine beeindruckende Strecke. Es ist aber sicherlich noch zu früh, sie jetzt schon als Klassiker zu bezeichnen. Die Fahrer bevorzugen die traditionellen Strecken. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass diese hier dem neuesten Stand entspricht und die Fahrer mit ihren 12 Rechts- und 6 Linkskurven wirklich auf die Probe stellen wird. Sie ist extrem schnell und technisch anspruchsvoll. Man muss hier also schon früh Tempo zulegen, um am Samstag und Sonntag erfolgreich zu sein. Der heutige Tag ist sogar noch bedeutender für Dani Quert, da es sich hier in Russland heute um seinen Heim-Grand Prix handelt. Absolut. Und was für ein beeindruckendes junges Talent er ist. Bei der Pressekonferenz der Fahrer am Wochenende sprach er davon, wie stolz er sei, hier fahren zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass er alles daran setzen wird, eines seiner besten Saisonergebnisse zu erzielen. Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Formel 1 in unserer Saison Nummer 2 mit Sebastian Vettel. Heute sind wir also zu Gast in Russland und das ist der aktuelle Tabellenstand in dieser Saison. Also ein einziges mickriges Pünktchen auf Landsmann Nico Rosberg. Da muss doch eigentlich heute ein bisschen was kommen von uns. Gucken wir mal, für was es hier im Training gereicht hat. Schönes Wetter ist und wir fahren eine 1:38.762 und die bringt uns... Das ist das Ende des Trainings und heute war es Sebastian Vettel, der die schnellste Rundenzeit geschafft hat. Den ersten Platz im Training. Also ihr seht, das war doch ganz... solide, würde ich sagen. Also weit vor Kimi Räikkönen und ja, wir haben sogar vor die Silberpfeile geschafft. Vor Hamilton und vor Rosberg. Gute Vorzeichen. Gucken wir mal, wie sich das Ganze jetzt zeigen wird oder abzeichnen wird im Qualifying. Willkommen zum heutigen Qualifying in Sotschi. Die Strecke schlängelt sich durch die Anlagen der Olympischen Winterspiele 2014. Es ist wirklich schwierig vorherzusagen, wer heute hier in Sotschi die Nase vorn haben wird. Prinzipiell haben alle Teams dieselben Möglichkeiten, aber ich sitze ja hier nur am Rand, zum Glück, und muss nicht fahren. Was meinst du denn? Du willst dich also nicht festlegen? Es ist aber auch schwer, eine Einschätzung abzugeben. Sotschi ist für die Teams und Fahrer immer noch eine relativ neue Strecke. Sie werden einige Daten haben, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, ob sie mehr Wert aufs Qualifying oder auf das lange Rennen legen. Formel 1 ist keine olympische anerkannte Disziplin, ne? Naja, jedenfalls sind wir jetzt hier in Sotschi wieder in Russland, selbe Strecke, aber das Wetter, ihr seht's, das war ein bisschen kompliziert. Also das war unsere erste Runde, wir haben hier mit den harten Reifen versucht, das Ganze irgendwie zu fahren. Mit den weichen meine ich, Entschuldigung. Und es ist eine 1:41, im Training sind wir eine 1:38 gefahren und es wurde nicht besser, da die Bedingungen schlechter wurden. Aber Hamilton hat in seiner ersten Runde richtig einen vorgelegt mit 1:38.57 und da macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Was für ein Spitzenergebnis. Von diesem Team haben wir aber auch nichts anderes erwartet. Läuft morgen alles nach Plan, können beide Fahrer auf dem Treppchen landen. Das Ding ist halt, ich hätte auch gar nicht mehr mit den Intermediates fahren brauchen. Wir haben keine Chance mehr gehabt, da irgendwie eine bessere Zeit zu fahren. Es war bei den Bedingungen quasi nicht möglich. Der Hamilton, da hat er ein bisschen Time-Luck gehabt. Naja, aber gucken wir, was das fürs Rennen heißt. Hier sind wir nun in Sotschi am Schwarzen Meer. Eine der neuen Strecken in der Formel 1. Willkommen zum großen Preis von Russland. Was für eine unglaubliche Rundenzeit von Lewis Hamilton im gestrigen Qualifying. Wenn er heute einen sauberen Start hinlegt, wird er uneinholbar sein. Die Luft vor ihm ist rein. Er hofft also sicher darauf, sich über die ersten Runden einen Vorsprung aufbauen zu können. Wenn die Autos auf Position 2 und 3 bis zu den ersten Boxenstopps dicht hinter ihm bleiben, dann könnten sie leicht im Vorteil sein. Toro Rosso hatte bisher eine gute Saison. Das ganze Team hat wohl selbst nicht daran geglaubt, so viele Punkte holen zu können, aber im Moment läuft es wirklich wie geschmiert.
Dr. Marco ist sehr überzeugt davon, Red Bulls Fahrerprogramm zu nutzen, um junge Talente in das Team von Toro Rosso und das von Red Bull zu bringen. Es hat sich für ihn bisher wirklich ausgezahlt und scheint auch weiterhin so zu bleiben. Also, schauen wir mal. Die Startposition ist jetzt nicht die beste. Gucken wir mal an den Himmel, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir können mit unserem roten Reifensatz, dem weichen Reifensatz, den Options eigentlich anfangen. Ja, es ist keine optimale Ausgangsposition, das ist klar. Wir haben einen Punkt Rückstand auf Nico Rosberg. Das heißt, wir müssen irgendwie vor ihm landen, damit er diesen Vorsprung nicht ausbauen kann. Also lasst uns gucken, wie es losgeht. Der große Preis von Sochi hier in Russland. Und jetzt geht es natürlich sofort irgendwie, sich hier eine gute Position zu erarbeiten. Wir bleiben noch an diesem Feldrand. Sind hier so ein bisschen in dieser Beobachterperspektive von hinten. Haben so eine kleine Draufsicht und können jetzt sehr gut beurteilen, wo wir vorbeigehen können. Und diese Kurve bietet sich super an. Und das ist der zweite Platz. Das ist der zweite Platz. Und das noch im ersten Sektor. Was für ein Überholmanöver, und das sichert uns hier den zweiten Platz zu gestartet auf der 6, und nun ist es der zweite Platz hinter Lewis Hamilton. Das heißt, aktuell sind wir auch vor Nico Rosberg, wären in der WM-Wertung aktuell vor ihm, aber das Rennen ist noch jung, da kommen noch 27 ganz lange schwere Runden auf uns zu, und jetzt müssen wir erstmal gucken, inwiefern wir diese erste Runde erstmal abschließen können. Hamilton, der zieht da so ein bisschen weg, der profitiert natürlich davon, dass wir hier das Feld ein bisschen zusammengescheucht haben, beziehungsweise aufgescheucht haben, aber es hat sich gelohnt. Der zweite Platz ist absolut worth, und jetzt müssen wir einfach nur schauen, dass wir das Ganze einfach halten dürfen und es nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dieser zweite Platz wäre aktuell eine Lebensversicherung im Bezug auf die WM. Da dürfen solche Fehler ja nicht passieren. Da sind wir gerade ein bisschen zu weit rausgekommen, müssen wirklich bei der Sache bleiben. Wenn Hamilton da zu weit wegzieht, da können wir nichts gegen machen. Das ist ein Silberpfeil. Wenn er eine Führung hat, dann schießt er weg. Da kannst du nichts gegen machen. Da kannst du dich nicht dran klammern oder so. Wenn der Hamilton einmal weg ist, dann ist er weg. Dann ist die Tür zu, Licht aus. Aber hinter uns, da brennt es noch lichterloh. Und da gilt es eben, ja, die Führung zu behalten im Bezug auf diese kleine Gruppe, die noch hinter uns ist. Und ihr seht, der Abstand wird allmählich größer. Wir setzen uns davon, Rosberg und Raikön ab, die da hinter uns sind. Aber ihr seht, das Wetter, es ist nicht überragend. Und ihr habt es vielleicht gerade von dem Sprecher mitbekommen. Auch der sagt, ja, die Bedingungen sind jetzt gerade nicht die einfachsten. Und jetzt müssen wir überlegen, was machen wir? Die Reifen sind natürlich schon angeschlagen. Und dann, ja, fällt es halt alles ein bisschen schwer. Wie handhabt man sowas? Es ist kompliziert. Gehst du jetzt auf die harten Reifen? Gehst du gleich auf Intermediates? Ihr seht, der Rosberg, der ist aufmüpfig. Der will hier vorbei. Aber jetzt lassen wir uns das nicht nehmen. Das ist ein sehr aggressives Manöver von uns. Aber auch Rosberg hat da ganz eiskalt seine Linie durchgezogen. Ist nicht ausgewichen. Und so gibt es da ein kleines Kollisionchen. Allerdings ohne zu viel Schaden. Aber wir entscheiden uns dann jetzt. Passt auf. Wir gehen jetzt in die Box. Und was wir jetzt machen, ist nicht ganz ohne Risiko. Wir gehen in die Box und wechseln sofort auf die Intermediates. Das war mir bewusst, dass das jetzt ein Schachzug ist, der fatale Folgen haben könnte. Das hat noch nichts zu heißen. Schauen wir, was wird. Auch Rosberg ist vor uns. Und der hat sich noch einmal einen weichen Reifensatz geben lassen. Der fährt jetzt mit den roten. Und wir fahren mit den Intermediates. Das heißt, wir werden jetzt sofort sehen, welche Reifen bei diesen Bedingungen, bei diesem Regen, besser funktionieren. Und es bleibt festzuhalten, wir kommen erstmal an Rosberg heran, aber er beschleunigt noch besser. Er beschleunigt besser aus der Kurve heraus, jedoch auf lange Sicht gesehen, kommen wir doch ein bisschen besser klar, weil wir eben nicht, ja, so viel rumrutschen. Sicherlich, wir fahren hier gerade ein bisschen unsicher, aber das liegt an mir, nicht an den Reifen. Also die Reifen fühlten sich gut an, und hier kam dann auch direkt das erste Manöver. Das war nicht ganz sauber gegen Nasser, aber es ist nichts weiter passiert, und
Wir sind erstmal vorbei. Das ist erstmal das Wichtige. Und dann hier Sainz auf vor uns. Und auch da gehen wir ja nicht ganz ohne Risiko vorbei. Also die Überholmanöver sind alle gerade ein bisschen robust, sage ich mal. Ein bisschen harsch, könnte man meinen. Und jetzt gucken wir mal, was die vor uns so machen. Also, Maldonado geht jetzt in die Box. Der hat den roten Reifensatz drauf gehabt. Mal gucken, was der noch so macht. Und wir sind jetzt wirklich unmittelbar hinter Rosberg. Also nach 9 gefahrenen Runden. Platz 4. Das ist erstmal ganz in Ordnung. Aber ihr seht, wir kamen ran. Und es schien so, als hätten wir eine richtige Entscheidung getroffen. Da gehen wir vorbei an Rosberg. Das war ein starkes Überholmanöver. Und jetzt haben wir Kwiat noch vor uns. Lustiger Fun Fact. Es ist kein DRS deaktiviert worden. Das DRS ist bei diesen Bedingungen weiter aktiviert. Kwiat vor uns. Auch er hat noch diese roten Reifen, die Options drauf. Das ist der weiche Reifensatz. Und damit hat er keine Chance gegen unsere Intermediates. Wahrscheinlich brauchen wir nicht mal das DRS und wir ziehen vorbei. Und da ist es wieder Platz Nummer 2. Aber Rosberg hat da ein bisschen was dagegen. Der will nochmal ein Wörtchen mitreden. Aber das lassen wir uns nicht gefallen und holen uns sofort diesen zweiten Platz zurück. So, und jetzt guckt mal. Hamilton ist in der Box. Warum? Weil er Reifen wechseln muss. Und damit gehen wir in Führung. Das ist Platz 1 aufgrund einer taktisch richtigen Entscheidung von Ferrari, indem man hier Vettel die Intermediates drauf gedrückt hat. Also, das scheint ein ganz, ganz wichtiger Schachzug gewesen zu sein. Und jetzt gucken wir gleich mal, wie weit ist denn der Hamilton eigentlich hinter uns? Das wird uns jetzt gleich oben eingeblendet. Augen auf, was steht da oben links? Der Vorsprung auf Hamilton beträgt, ihr könnt erahnen, das ist nicht ganz wenig. Na komm, ja, er lässt sich Zeit. Sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. 19 Sekunden und unsere Crew sagt, es könnte Zeit für einen Reifenwechsel werden. Ich habe gedacht, okay, komm, die Intermediates kannst du ausfahren. Ein Hamilton war inzwischen in der Box und hat sich die harten Reifen drauf machen lassen. Der hat ungefähr 3 Runden jetzt Vorsprung gehabt mit diesen harten Reifen und ist natürlich deutlich rangekommen, denn der Regen hat aufgehört, beziehungsweise extrem nachgelassen. Wir machen die Primes drauf, das heißt, es ist der etwas härtere Reifensatz und nun versuchen wir also, ja, irgendwie wieder an Hamilton ranzukommen, denn der hat alles richtig gemacht, ist jetzt tatsächlich wieder vor uns, weil er eher auf die harten Reifen gewechselt hat und das hat ihm eine Menge gebracht. Wir haben noch die richtige Entscheidung jetzt getroffen, der zweite Platz ist wirklich noch absolut in Ordnung, aber angesichts der Tatsache und der Umstände, dass wir eigentlich gut dabei waren mit dem ersten Platz und der Intermediates-Entscheidung, hätte es eigentlich auch mehr sein können. Aber gut, wollen wir uns davon jetzt nicht beirren lassen. Also nach 17 Runden ist es der zweite Platz und der Abstand auf Hamilton, ja, er ist jetzt nicht unfassbar riesig, das sind 5 Sekunden, aber in Hamilton fährt das dann natürlich ganz, ganz stark zu Ende mit ganz viel Köpfchen und da vorbeizukommen wird schwer und ihr seht, wir sind hier jetzt bei Runde 21 und 27, 6 Runden vor dem Ende immer noch nicht so richtig rangekommen. Der Hamilton, ja, da vorne fährt er links unten auf der Minimap, kann man den grauen Punkt von ihm erahnen. Wir haben sogar inzwischen die Bestzeit gefahren mit der 1:40.296, aber das reicht nicht bisher. Ihr seht übrigens auch der Himmel, hat anscheinend von Putin die Ansage bekommen, dass nochmal ein bisschen Sonne zu walten hat. Und der Himmel beugt sich Putin. Und so, ja, haben wir jetzt also nochmal schönes Wetter hier. Und ja, jetzt gehen wir also dann tatsächlich auch gleich in die letzte Runde. Also, Platz 2 ist es von 20. Und dabei wird es höchstwahrscheinlich auch bleiben, wenn hier nicht noch ein großes Wunder passiert. Auch das Benzin wird uns da jetzt nicht mehr viel bringen. Da werden wir jetzt nicht mehr großartig aufdrehen können. Wir gehen in die letzte Passage dieses Rennens hinein. Und ja, was soll man sagen? Es ist in Ordnung. Der zweite Platz vor Rosberg heißt in der WM-Wertung müssen wir wieder vor ihm sein. Hamilton, der große Sieger heute. Von Anfang bis Ende im Endeffekt nahezu alles richtig gemacht. Und er hat dann sogar
noch unsere Intermediates-Entscheidung übertrumpfen können, indem er wirklich 3-4 Runden vorher auf die Harten gewechselt hat, während wir noch auf den Intermediates unterwegs waren. Das hat er stark gemacht. Aber nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, ein zweiter Platz für uns ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Und damit können wir also heute, denke ich mal, zufrieden sein. Und das gibt uns doch allen Grund zu feiern. Weiterer Sieg für das Team aus Brackley. Einen tollen Wagen haben sie dieses Jahr. Natürlich, manchmal geht nicht alles nach Plan und manchmal eben doch. Am Ende zählt aber nur, wer als Erster die Ziellinie überquert. Heute war einfach sein Tag. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Beppos. Also, natürlich ist für die Konstrukteurswertung ein bisschen blöd, dass Raikön auf der 6 gelandet ist. Bottas und Kwiat haben es da vorhin geschafft und das ist also die WM-Wertung bisher. Wir sind jetzt 2 Punkte vor Nico Rosberg. Hamilton hat das auch nicht schlecht gemacht. Ihr seht das jetzt auf Platz 3. Der holt auch immer weiter auf. Also ihm fehlen noch 22 Punkte auf uns, 20 auf Rosberg. Was heißt das für die Konstrukteurswertung? Das sehen wir hier. Ferrari ist da doch relativ deutlich hinter den Mercedes, aber auch ganz deutlich vor Red Bull. Also im Fight um die Krone in der Konstrukteurswertung ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen und in der WM-Wertung, da sind wir noch mittendrin in einer heißen Diskussion, wer denn gewinnen mag am Ende. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss!